Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen kleinen Kiss the Sky Folge. Wir spielen heute eine andere Map, die mir auch zum Testen oder zum Anschauen oder zum Gefällt dir dieses Ding oder zum was auch immer Map eingesendet wurde. Den Namen weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Ich werde es auf alle Fälle am Ende des Videos nochmal einblenden. Also hier geht es zu seinem Kanal, Verlinkung, falls ich es nicht vergesse. So wie eigentlich fast immer. Und in der Videobeschreibung steht der Kanal natürlich auch. Und zwar wurde mir eine Welt eingeschickt, in der er eine automatische Getreidefarm gebaut hat mit der 1.7er Map mit Pistons. Und ich werde mir das jetzt genau mal anschauen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie es ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Angezeigt wird, dass es 0,01 MB hat. Allerdings darf man noch nicht so pingelig sein, denn meistens ist das ein ganz ein bisschen anders. Wie man zum Beispiel sehen kann, hat Let's Show Welt 47,81 MB von mir, meine Hohenland Top Welt, was übrigens meine Adventure Map ist, 15,95 MB und meine Let's Play Map fast 14,56 MB. Wir werden jetzt diese World 1 spielen und ich bin ganz gespannt, was, ja, dass da so los ist. Also ich war noch nicht drin und ich werde jetzt versuchen, wieder normal zu sprechen. Denn diese Anfangsdinger sind jetzt immer ein bisschen langweilig geworden. Mittlerweile dieses Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Show Play Aufnahme Folge Session. Und mir fällt gerade auf, dass ich den Ton falsch eingestellt habe. Das ist mir jetzt aber wurscht. Ich habe schon wieder die Boxen angeschlossen. Ja, hier ist die automatische Getreidefarm oder so. Wir werden uns das Ganze mal hier anschauen. Herzlich willkommen. Ja, wunderbar. Leer. Samen, Knochenmehl, Werkzeug, Getreide. Gar nichts dran. Und ich muss das erst wieder ausschauen. 53 Getreide. Yeah, man, ein bisschen Werkzeug. Darauf kann ich jetzt aber erstmal getrost verzichten. Ich nehme mein eigenes Set her. Knochenmehl. Geben wir uns auch ein bisschen was. Oder das können wir uns ja eigentlich gleich. Bone Meal. Das da ist es, oder? Nein, das ist sogar Bone Meal. Das heißt, wir deleten das da oder nehmen einfach das. So, und die Samen können wir uns ja auch geben gleich. So, und dann schauen wir mal, wie er das Ganze so gemacht hat. Allein das finde ich schon wieder eine gute Idee. Wobei es das ein bisschen zu weit weggetan hast. Ja, wo es geht. Bitte nicht abtrennen. Was soll ich nicht abtrennen? Okay, ich mach nichts. Okay. Okay, ja, im Prinzip ein einfaches System. Das Ganze mit Hebel gemacht. Dann durch den Hebel wird quasi das ganze Getreide nach unten befördert, bloß es bleibt zum Teil am oberen Rand hängen. Das heißt, wenn wir, glaube ich, sowas machen würden. Wir probieren das Ganze einfach mal hier ein bisschen aus. Wir delayen das da wieder. Und fragen uns dann erst auch mal, wo das ganze Zeug hinkommt. Und was ich mich auch frage, wie soll man das bitte wieder nachpflanzen, wenn man da nicht hinkommt? Naja. Ist jetzt erstmal Wayne. Einmal nachpflanzen. Zack, zack, zack. Zack und zack und zack und zack. Und da drüben haben wir es auch nochmal. Damit wir wissen, wie es funktioniert gescheit. So, und jetzt noch einmal darüber springen. Bitte abtauchen. Okay, da ist ein Sticky Piston drin. Und da haben sich Tintefische. Ich glaube nicht, dass das so gehört von dir. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass immer wenn diese Tintenfische drauf sind, auch automatisch die Piste nach unten geht. Und das, glaube ich, willst du ja auch nicht. Schauen wir mal. Genau, wenn nichts drum ist, dann ist die Piste unten. Und sobald was droben ist, das testen wir nämlich jetzt nochmal kurz aus. Wir aktivieren
aktivieren eben mal kurz den Fly-Mod. Ja, dann fällt nichts daneben. Und wir schauen uns auch mal kurz an, wie das Ganze so funktioniert hier. Ist jetzt 20. Okay. Ja, im Prinzip einfach. Einfach und intelligent zugleich. Weil das alles getrennt wird und dann alles aber aufs gleiche Draht zusammenkommt. Bloß was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man abtauchen muss. Ich würde es fast sogar noch so machen, dass du da unten auch noch eine Piste hinbaust und dass sobald da was drauf liegt, die Piste immer noch unten bleibt. Aber dass man, wenn man, weil sonst würde ja irgendwas nicht mehr rauskommen, aber dass man sozusagen, sobald man, ja, dass irgendwo eine Kontrollläumchen leuchtet und dass das kann ja auch runtergehen und dass dann da noch eine Druckplatte oder sowas ist, da vielleicht, dass man dann drauf steigt und dann kommen die ganzen Sachen hoch und dann wird es dann nochmal hier geschoben. Also irgendwie so, vielleicht. Aber durchaus eine praktische Idee, wobei man das ja im Prinzip auch. Gleich zwei nebeneinander bauen könnten, können müsste, oder? Oder geht's dann mit der Stromleitung und mit dem Wasserlauf nicht mehr? Let's test it. Wir verwenden die Piste. Gehen da nach unten. Hoffen, dass uns das Wasser mal bitte nicht belästigt. Okay, da ist dann quasi das mit dem Wasser. Das wär auch keine Möglichkeit, das ganze Wasser unterhalb zu platzieren. Das heißt, wir beenden mal kurz das Leben von diesem Teil hier. Set. Ist mir wurscht. So, das sind so Standardformen, die man kann oder können sollte, wenn man Singleplayer Commons nutzt. Okay, dann fließt's nicht, genau. Zack. Und ist jetzt mal wurscht, ob's wie weit das funktioniert. Was waren das? 4? Nee. 5? Nee. 6? Nee. 7? Nee. Einmal kurz nachschauen. Es war. Es war 60. Es war 60. Zack, 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 zack. Auch wenn wir jetzt drunter kein Wasser haben, aber haben wir irgendwo anders noch genug Wasser. Das heißt, das denke ich würde jetzt hier schon reichen. Es muss jetzt nicht alles da voll werden. Das ist ja nur Testversuch, Zweck. So. Dann kurzen Test. Ich möchte das Ganze gerne von unten schalten. Load 1. Ja. Und jetzt hätten wir das eigentlich so machen müssen. Nein, hätten wir nicht, weil ich zu doof bin. Das Ding da gescheit hinzusetzen. Oh Gott. Intelligenzmangel. Aber wir hätten mit Sicherheit gesehen, dass es funktioniert. Nochmal Demonstration. Ja. Es würde funktionieren, es würde es weit genug tragen. Und im Prinzip bräuchte man diese ganzen Dinge hier gar nicht. Man könnte im Prinzip eine Leitung nach links oder von rechts kommen lassen und eine Leitung von links kommen lassen, weil genau hier hört es ja auf. Hier, wenn ich einen Block hinsetze, egal was für ein Block, weiter kommt es ja nicht mehr. Dann könnte ich hier quasi eine weiße Leitung von links und Wasserleitung von rechts setzen und dann nur eine rausgehen lassen
Dann hätte ich die ganzen Gräben hier nicht so kompliziert. Und dann könnte ich auch das mit den Pistons leichter machen. Das als Verbesserungsvorschlag. Wir können ja gerne noch mal kurz in... Oh, ich liebe diese Welten, die einfach so unendlich groß sind. Oder so. Und einfach nur irgend so einen Scheiß haben. Das sind ja alles so Let's Bau irgendwas hin Maps. Aber ich finde das cool. Wir können ja mal kurz in meine Let's Show Welt reinschauen. Ich weiß zwar nicht, wo wir da gerade sind. Nein, darf ich nicht. Darf ich nicht. Wir sind an einem Ort, den ihr noch nicht sehen dürft. Erst beim nächsten Let's Show, wann das kommt, weiß ich nicht. Also nicht fragen. Ja. Das sozusagen als Verbesserungsvorschlag jetzt mal so angenommen. Aber durchaus eine schöne Idee zum Nachbauen auf alle Fälle für die einfachen dürfte, glaube ich, kein Problem sein. Wieso ist mein Block jetzt schwarz? Schaut mal meinen Block. Flupp. Okay, also ich bedanke mich fürs Zuschauen, falls ihr noch da geblieben seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das war schon wieder ein Spezial. Ich habe heute schon zwei Spezials aufgenommen. Wobei man das, ich weiß nicht, ob man das als Spezial selbst nehmen kann. Ich tue es auf alle Fälle unter Spezial rein. Okay, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.